herzlich willkommen zu diesem Orakel und heute machen wir ein Entscheidungsorakel. Und wenn du dich gerade zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden musst, dann kann dir dieses Orakel möglicherweise helfen. Denn wir schauen uns hier einmal das Hauptthema in der ganzen Situation an und dann haben wir hier zwei Wege sozusagen, die du mit deinen beiden Varianten, Möglichkeiten, mit den beiden Dingen, zwischen denen du dich entscheiden musst, belegen darfst. Und ja, da triff gerne für dich die Entscheidung, was sein soll, welcher Weg was sein soll. Und dann würde ich einmal sagen, ich starte mit der Hauptenergie. Und dann siehst du auch, ob das deine Situation ist oder nicht. Da haben wir hier die sieben Stäbe und die zeigen hier ja einen Kampf an sozusagen, dass du vielleicht etwas verteidigen musst, dass du deinen Standpunkt verteidigen musst, also dass du hier von außen mit sehr viel Gegenwind gerade rechnen musst, in Bezug auf deine Entscheidung, vielleicht in Bezug auf das, was du gerne machen möchtest. Vielleicht ist auch dieser Druck von außen der Grund, warum du eine Entscheidung unbedingt treffen möchtest. Vielleicht kommt da eben was von außen, dass du bedrängt wirst, dass du da beeinflusst wirst. Also auf jeden Fall geht es um etwas verteidigen, seinen Standpunkt verteidigen, seine Ansichten verteidigen oder seine Entscheidungen auch verteidigen zu müssen. Oder eben eine Situation, die sehr von Kampf und Angriff irgendwie geprägt ist. So, wir schauen uns mal an, wenn du dich für diesen Weg hier entscheidest, was dann auf dich zukommt. Und da haben wir als erstes die sechs Stäbe und die zeigen schon mal an, dass es hier erfolgsversprechend ist. Also der Mann von den sechs Stäben, der kommt von einem Feldzug sozusagen zurück und hat hier gewonnen, hat die Lorbeeren geerntet für sein Verhalten. Also hier ist schon mal Erfolg durchaus möglich auf diesem Weg. Aber wir haben ja auch die neun Stäbe und die zeigen auch so eine Abwehrhaltung, so eine vorsichtige Haltung. Also hier geht es auch um alte Verletzungen oder Enttäuschungen, die noch nicht ganz überwunden sind und die einen noch so ein bisschen vorsichtig eben sein lassen, der Sache nicht so ganz trauen. Also wenn du dich hierfür entscheidest, kann sein, dass du halt erstmal hier erfolgreich bist oder es sich so anfühlt, als hättest du eine gute Entscheidung getroffen, gehst hier erfolgreich raus, aber dann kommen eben doch wieder Erinnerungen an alte Verletzungen hoch und du misstraust der Sache dann doch wieder. Also du, hier ist es so, dass du der Sache nicht so ganz trauen kannst. Und dann kommt hier noch der Ritter der Münzen. Und der bringt aber Beständigkeit mit rein, auch Stabilität mit rein. Also durchaus doch ein Weg, der auf Dauer wahrscheinlich sehr stabil sein kann. Also hier auch eine gewisse Sicherheit mit sich bringt, aber auch Geduld erfordert. Also wenn du dich hier für den Weg entscheidest, der ist ein bisschen durchwachsen. Aber durchaus hier ist Erfolg möglich, auch wenn du der Sache misstraust, aber es braucht eben einfach auch ein bisschen Zeit, damit sich das richtig entwickeln kann, damit es gedeihen kann. Aber der Boden an sich ist fruchtbar, also wenn du dich für den Weg entscheidest. Wir schauen noch auf den zweiten Weg. Und da kommt der Magier und der sagt hier auch, dass du hier, um diesen Weg gehen zu können, auf jeden Fall alle Möglichkeiten hast, die du brauchst. Also alles Potenzial ist auf jeden Fall da, damit du auch hier erfolgreich sein kannst. Und dieser Weg scheint auch sehr vielversprechend zu sein. Auf jeden Fall kannst du hier Dinge manifestieren, die du dir vielleicht schon länger auch gewünscht hast. Also hier kannst du Wünsche materialisieren sozusagen, Gedanken, Ideen, die du da hast im Kopf, die kannst du hier auch in die materielle Welt bringen. Und hier kommt die Gerechtigkeit. Also hier geht es dann auch darum, einen Ausgleich zu finden, vielleicht auch eben für Gerechtigkeit zu sorgen, aber vor allem eben Dinge ins Gleichgewicht zu bringen, in den Ausgleich zu bringen. Und vielleicht hast du das dann eben auch verdient, dass du eben Dinge auch endlich materialisieren kannst und somit auch ein Ausgleich da stattfindet, einfach weil du es verdient hast. Und hier kommen auch noch die Liebenden und die zeigen,
Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte hier auch zum Abschluss für diesen Weg, dass es hier auch um eine Herzensangelegenheit einfach geht. Ne? Es kann hier auch tatsächlich um eine Beziehung sein. Also wenn du in Liebesdingen jetzt guckst, dann kann es durchaus sein, dass hier, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, am Ende eben eine Entscheidung auch ansteht, die ja in Bezug auf eine Beziehung dann getroffen werden muss oder dass es hier überhaupt auch zu einer Beziehung dann kommt. Auf jeden Fall geht es bei den Liebenden immer um eine Herzensentscheidung, um eine Entscheidung, die wirklich aus dem Herzen getroffen wird, wo es wirklich darum geht, sich für das zu entscheiden, was man wirklich von ganzem Herzen möchte. Und hier auch konsequent und verbindlich zu sein. Also es geht auch um eine verbindliche Entscheidung, die man hier trifft. Und ja, das sieht auf jeden Fall an sich beides gut aus. Ich würde sagen, hier, da wir hier auch zwei Karten aus den großen Arkana haben, also diese hier, nee, drei sogar, alle drei. Alle drei Karten sind aus den großen Arkana und das bedeutet, hier ist es auf jeden Fall ein viel, also hat mehr Gewicht dieser Weg. Ne? Also hier geht es mehr um. Ja, um deinen Lebensweg wirklich, um etwas sehr Wichtiges. Also während hier eher nur kleine Arkana liegen, scheint dieser Weg nicht so bedeutsam für deine persönliche Entwicklung zu sein. Also du kannst beides natürlich machen und auch hier sehen wir ja eine Erfolgskarte. Aber hier geht es eben auch um Misstrauen, um Verletzungen und hier ist auch Geduld erforderlich. Und eben dadurch, dass wir hier nur kleine Arkane haben, wie gesagt, ist es für deine Entwicklung wäre es nicht ein so bedeutsamer Schritt, wie wenn du dich für diesen Weg entscheiden würdest, weil hier wirklich der Magier, die Liebenden und die Gerechtigkeit liegen, ja, die hier wirklich Großes dann versprechen, ne? Also wenn du dich für den Weg entscheidest, kannst du hier wirklich auch einen großen Sprung in deiner persönlichen Entwicklung machen, was einfach auch der Magier hier deutlich macht. Und hier kannst du dich eben auch gegen das zur Wehr setzen, ne? Also hier, wenn du dich für den Weg entscheidest, sagst du wirklich, ja, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich gehe einfach meinen eigenen Weg und setz dich hier auch einfach durch, ne? Das ist dann auch die konsequente Entscheidung, die du dann wirklich für dich triffst und dadurch kommt sie eben dann auch zu einem gerechten Ausgleich und du bekommst sozusagen, ja, das, was du verdienst dann auch, ne? Also, weil du einfach einen großen Schritt für dich selber machst und das wird dann am Ende auch belohnt. Genau, ja. Also ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und du kannst jetzt eine gute Entscheidung für dich treffen. Und dann wünsche ich dir alles Gute dabei und sag mal bis zum nächsten Video. Bis dann, tschüss.